Musste sie das so raushängen lassen? Oder war sie noch sauer wegen ihrer Mutter? Tippi musste dringend aufgeheitert werden. Ich holte Cola für uns und legte eine CD ein. Ich kenne niemanden, der so eine coole Mutter hat wie du, sagte ich. Noch immer sah sie sich abschätzig um. Ich wollte, meine wäre auch so. Hast du denn keine Lust, mit ihr shoppen zu gehen? Ich werde mich hüten. Sie kauft doch nur irgendwelches Zeug, das mir nicht gefällt. Aber sie hat Ahnung davon. Von Mode ja, aber nicht von mir, sagte Tippi trocken. Ich hasse Orange. Es steht dir zwar, aber egal. Schließlich muss es dir gefallen. Genau, sagte Tippi. Mir muss es gefallen. Aber das kümmert meine Mutter nicht. Sie hat null Ahnung, was mir gefällt. Und im Grunde ist es ihr auch scheißegal. Wollen wir beide mal zusammen losgehen? Dann kaufst du, was dir gefällt. Klamotten interessieren mich nicht. Außerdem sind nicht alle Leute so bonzen wie ihr. Das klang ganz schön bissig. Willst du noch Cola? Ich schenkte nach und sah mich dann im Zimmer um. Ich versuchte, das alles mit Tippis Augen zu sehen. Wie kam sie nur darauf, wir seien reich? Wahrscheinlich, weil sie selbst wie ein Putzlappen rumläuft, dachte ich ärgerlich. Aber das sagte ich natürlich nicht laut. Putzlappen, vielen Dank auch. Tippi funkelte mich an und verschüttete dabei fast ihre Cola. Und sowas nennt sich Freundin. Tut mir leid, ich... Aber Tippi schnappte sich ihre Tasche und stürmte wütend davon. Keine Ahnung, ob es durch unseren Streit kam. Am nächsten Tag jedenfalls war Tippi besser angezogen und trug sogar eine blaue Schleife um ihre Rasterzöpfe. Ich winkte, als ich sie über den Schulhof gehen sah. Sie winkte zurück, kam aber nicht zu mir herüber. In Mathe saß ich neben Eileen. Während Frau Driesen eine Aufgabe an die Tafel schrieb, holte Eileen mit geheimnisvoller Miene eine Wimpernzange aus ihrem Schreibmäppchen. Gut was, flüsterte sie, soll ich mal? Bevor ich etwas erwidern konnte, brachte sie mit der Zange meine Wimpern in Form, wie ein Profi. In der großen Pause kam Tippi zögerlich auf mich zu, als Eileen gerade fragte, ob ich mit ihr zum Bäcker ginge. Ich habe nämlich mein Brot vergessen, sagte sie. Ausrede stand mit großen Buchstaben auf ihrer leicht geröteten Stirn. Alles klar. Wer ist es und wie heißt er? Fragte ich leise und machte Tippi dabei ein Zeichen, kurz zu warten. Du merkst aber auch alles. Eileen lief jetzt knallrot an. Bitte komm doch mit, flüsterte sie. Er sieht aus wie eine Kreuzung aus Johnny Depp und Orlando Bloom. Und er heißt Friso. Das steht jedenfalls auf den Kassenbons. Ich lächelte Tippi bedauernd zu und bedeutete ihr, dass ich mit Eileen zum Bäcker gehen musste. Da drehte sie sich abrupt um und ging weg. Die blaue Schleife baumelte schlaff auf ihrem Rücken. Ich musste schlucken. Beim Bäcker war es gerammelt voll. Wir mussten lange anstehen, was natürlich ganz in Eileens Sinne war. Guck mal, da ist er, bei den Brötchen, flüsterte sie mir zu und zauberte ein hinreißendes Lächeln auf ihr Gesicht.
Schnäppchen in den Wangen. Darauf stand Eileen. Sie kaufte zur Feier des Tages für jeden von uns ein Würstchen im Blumenwald. Ich wusste genau, wie es weitergehen würde. Mindestens dreimal die Woche würden wir nun zum Bäcker gehen, damit Eileen Frisos schöne Augen anschmachten konnte. Die Naschphase heißt das bei ihr. Seinen Anblick genießen und hoffen, dass sich etwas ergibt. Lange durfte das jedoch nicht dauern, sonst würden wir beide aufgehen wie Dampfnudeln. Aber vielleicht entdeckte sie demnächst auch einen neuen Schwarm. Wer wusste das schon? Sonnenlicht fällt durch das Fenster auf die leeren Seiten des blauen Notizbuchs. Sie warten geduldig, während ich nach den richtigen Worten suche, um über Tippi schreiben zu können und über Eileen. Warum lief Tippi damals so plötzlich weg, als Eileen mir von Friso erzählte? Ich spüre, wie Tränen aufsteigen, Tränen voller Schuld und anderen bedrückenden Gefühlen, die ich nicht fühlen will. Ich hole tief Luft und seufze sie weg, die Tränen. Tippi war nun einmal anders, völlig anders als Eileen. Bei ihr erlebte man eine Überraschung nach der anderen. Sie hatte eine coole, super nette Mutter. Und dann dieser wild wuchernde Garten voller Leben und die gemütliche Wohnküche. All das faszinierte mich. Aber es war auch kompliziert. Tippi lief damals weg, weil ich mit Eileen herumtuschelte. Das wird mir jetzt erst richtig klar. Sie war kompliziert. Eileen nicht. Bei Eileen weiß man immer, woran man ist. Mit ihr kann ich über Jungs und neue Nagellackfarben quatschen, über Violas schräge Frisur ablästern oder über irgendwelche Reality-Shows im Fernsehen reden. Wir tauschen Klingeltöne aus und ziehen über die Lehrer her. Nichts Weltbewegendes, aber es macht Spaß. Sie und Tippi kann man unmöglich miteinander vergleichen. Eileen ist einfach da und wie immer. Und Tippi habe ich verloren. Für immer. Wieder steigen Tränen auf und zugleich überfällt mich ein seltsames Gefühl. So heftig und beklemmend, dass ich Angst bekomme. Wenn ich es mir nur von der Seele schreiben könnte, dann ginge es mir bestimmt besser. Mein Stift schwebt über den leeren Seiten. Ich weiß einfach nicht, wie ich es ausdrücken soll. Da fällt mein Blick auf den Schatten. Auf der linken Seite tanzen die Silhouetten der Birkenblätter. Ein ständiges Wechselspiel von hell und dunkel. Ja, denke ich, so war Tippi. Die rechte Buchseite ist makellos weiß. Sie strahlt hell und blendet mich fast ein wenig. So ist Eileen. Was ich sagen will, steht längst da. Dafür braucht es keine Worte. Links Tippi, spannend, wechselhaft, eigenwillig. Rechts Eileen, klar, übersichtlich, berechenbar. Und plötzlich weiß ich, warum ich mich damals bei der großen Hitzewelle von Tippi mitreißen ließ. Im Tiefen, die Temperaturen waren auf über 30 Grad gestiegen. Unerträglich heiß für Juni. In der Schule war es ohne Klimaanlage kaum auszuhalten. Alle hatten Wasserflaschen neben sich.
ich auch nicht gerade gut drauf, denn binnen einer einzigen Woche wurde ich dreimal aus dem Klassenzimmer geschickt. JP, unser sonst so gelassener Rektor, hielt mir eine Standpauke. Ständig kommen Beschwerden über dich, Anna. Du hast zwar gute Noten, passt aber im Unterricht überhaupt nicht mehr auf. Wie ich höre, beschäftigst du dich lieber mit deinen Wimpern. Also hatte Frau Driesen es doch gesehen. Ich hatte das Gefühl, als kräuselten sich meine Wimpern vor Scham. Das muss aufhören. JP sah mich über den Rand seiner Brille hinweg streng an. Wenn du dich von nun an nicht am Riemen reißt, dann wird das Konsequenzen haben. Verstanden? Ja, Herr Van Dijk. Aber jetzt musste ich aufpassen. So viel war klar. Tibi konnte als Einzige nicht genug von der Sonne kriegen. Ach, ist das herrlich warm, seufzte sie genüsslich. Der Eismann war unsere Rettung. In den Pausen standen alle vor seinen Wagen Schlange. Ich lief los und fragte Tibi über die Schulter, welche Sorte sie wolle. Vanille, logisch. Tarek bekam es mit. Na sowas, du spendierst mir ein Eis, sagte er. Ist der riesig nett. Typisch Tarek, immer eine große Klappe. Ich wollte ihm schon eine passende Antwort geben, da fiel mein Blick auf Tibi. Hallo Tarek, sagte sie. Sah ich richtig, auf jeden Fall. Sie lachte strahlend und süß und leicht verlegen und einfach umwerfend. Alles an ihr schien auf einmal zu leuchten. Sogar ihr Haar. Und Tarek, dasselbe. Er grinste über das ganze Gesicht. Ich musste unbedingt wissen, wie das mit den beiden weiterging und kaufte kurzerhand drei Eis. Was sehen meine Augen? Sagte Tarek. Die schöne Dips kann lachen. Das steht dir, Dipsy Bipsy. Musst du öfter machen. Komm, tanz eine Runde mit mir. Hüfte wackelnd tänzelte er vor Tibi herum, die an ihrem Eis leckte und lachte. Sie sah unwiderstehlich sexy aus. Ach ja, ich sehe schon, das Eis geht vor, sagte Tarek. Du verpasst was, Tibi. Nimmst du immer Vanille? Ja, immer, sagte Tibi. Erdbeer und Schoko sind VW. Tarek streckte die Zunge heraus und sabberte die Eiskugel ab, als würde er sie knutschen. Er grinste herausfordernd, dann tänzelte er davon. Am Donnerstag war Tibi nicht in der Schule. Als ich sie am Freitag darauf ansprach, wich sie mir aus. Am Montag war sie wieder nicht da. Vermutlich eine Sommergrippe, dachte ich. Ich wusste von Ma, dass die Durchfallmittel im Moment wie warme Semmeln weggingen. Also schickte ich Tibi eine SMS. Sie simste zurück, es sei alles in Ordnung, die Sonne scheine so schön. Aber morgen komme sie wieder, versprochen. Am Dienstag stellte sie sich in der Pause zu mir und zwinkerte schelmisch. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ich nickte. Wenn es um Geheimnisse ging, konnte ich schweigen wie ein Grab. Ich war am Strand, sagte sie. Hab den ganzen Tag in der Sonne gelegen. Am Donnerstag gehe ich wieder hin. Kommst du mit? Da haben wir Schule. Na und? Soll ich etwa schwänzen? Auf das eine Mal kommt's bei dir doch nicht an. Du schreibst sowieso immer nur Einsen. Das stimmte.
Ich bekam zwar nicht immer Einsen, aber doch genug, um mir ohne schlechtes Gewissen einen Tag am Strand gönnen zu können. Aber ich hatte in letzter Zeit so oft Ärger mit den Lehrern gehabt. Was, wenn rauskam, dass ich jetzt auch noch schwänzte? Das gäbe eine deftige Moralpredigt von Ma und Pa. Schlimmstenfalls sogar Hausarrest. Wahrscheinlich bist du für sowas zu brav. Peng, das saß. Ich war ja schon wie meine Eltern, die für alles und nichts eine Regel aufstellten. Tippi schwänzte schließlich auch, obwohl sie in den meisten Fächern 4 stand und nur ab und zu mal eine 3 schrieb. Ist das eine gute Idee, so kurz vor den letzten Klassenarbeiten, erwiderte ich. Wenn JP dir auf die Pelle rückt, ist das kein Vergnügen, das kann ich dir sagen. Aber bei der Affenhitze in der Schule rumsitzen ist ein Vergnügen. Tja, da war was dran. Am Donnerstag sollen es 33 Grad werden. Ich gehe mit Tippi an den Strand. Kommst du auch mit? Fragte ich Eileen nach der Schule. Spinnst du? Meinte sie. Das gibt doch nur Ärger. Mir egal. Ich tat cool. Das machst du nicht. Nie im Leben, sagte Eileen. Das passt überhaupt nicht zu dir. 2 Tage zerbrach ich mir den Kopf darüber. Es war eine Sache zu behaupten, ich würde ohne Gewissensbisse schwänzen, aber eine ganz andere, es auch wirklich zu tun. Als ich am Donnerstagmorgen in der Schule anrief und sagte, ich hätte eine Sommergrippe, hatte ich total schwitzige Hände. Hoffentlich würde Eileen mich nicht verraten. Ich schluckte, als ich sah, was die Zugfahrkarte kosten sollte. Tippi nahm's leicht. Kontrolliert eh keiner, meinte sie. Aber schwarz fahren wollte ich dann doch nicht, obwohl ich immer noch ein bisschen beleidigt war, dass Tippi mich für stinkreich und brav hielt. Verbrachten wir einen herrlich faulen Tag am Strand. Ich fühle mich ganz frei, sagte Tippi. Als ob der Wind und die Wellen alle Sorgen wegspülen. Geht's dir auch so? Darauf hatte ich noch nie geachtet. Ich lag träge im Sand und versuchte zu fühlen, was Tippi meinte. Der Wind pustet einmal den Kopf leer, sagte ich nach einer Weile und staunte selbst ein bisschen darüber. Die Sonne wärmt mich innerlich und die Wellen spülen die Zeit weg. So etwa. Tippi nickte lächelnd. Dann stand sie auf, streckte sich und rannte aufs Meer zu. Ich lief hinterher und wir spritzten uns gegenseitig nass. Viel zu schnell hatten die Wellen den Tag weggespült. Wenn ich rechtzeitig zum Abendessen zu Hause sein wollte, war es höchste Zeit aufzubrechen. Dummerweise hatte der Zug Verspätung und ich kaute mir vor lauter Nervosität die Fingernägel ab. Der Tisch war schon gedeckt, als ich ankam. Ich setzte mich rasch auf meinen Platz, den Sand noch zwischen den Zehen. Und hoffte, es würde keinem auffallen, dass ich nach Sonnencreme roch. Du bist ja krebsrot im Gesicht, stichelte Sam. Er hatte mich durchschaut, garantiert. Das sah ich an seinem Blick. Kein Wunder bei der Hitze, murmelte ich. Mein Gesicht glühte. Bestimmt hatte ich mir einen Sonnenbrand geholt. Sam wollte noch etwas sagen, aber Mark kam ihm zuvor. Eileen schaut in letzter Zeit gar nicht mehr vorbei, sagte sie.
Schnell nach Hause und hole meinen
sicher, ob ich das wollte, deshalb sagte ich nichts weiter dazu. Kaum waren wir beim Haus angekommen, zog mich der betörende Duft der Geißblattblüten wieder wie magisch an. Wir lehnten die Räder an die Hecke. Dann brachte Tippi mir bei, was echte Gartenarbeit ist. Schon bald hockte ich mit einem alten Strohhut auf dem Kopf und einer Hacke in der Hand da und war voll und ganz damit beschäftigt, die Erde im Gemüsebeet zu lockern. Wir suchten Schnecken vom Salat, jäteten Unkraut zwischen den Bohnen und dem Mais und warfen es für die Hühner auf einen Haufen. Tippi begutachtete jede einzelne Pflanze mit dem kritischen Blick einer erfahrenen Gärtnerin. Die dicken Bohnen müssen geerntet werden, sagte sie. Schau mal, sie sind voller Läuse. Und den Spitzkohl haben die Raupen vom Kohlweißling angefressen. Was du alles weißt. Ich helfe Jeff ja auch schon, seit ich laufen kann bei der Gartenarbeit. Jeff, ist das dein Vater? Ja, der Garten ist sozusagen sein Baby, wenn er zu Hause ist. Ansonsten kümmere ich mich darum. So wie jetzt. Ja, mein Paar ist zurzeit in Deutschland, auf Tournee mit Mais. Mais, etwa die Band. Ich horchte auf, im Ernst, das ist ja der Hammer. Eileen hatte einen YouTube-Film von Mais auf ihrem Profil bei Facebook verlinkt. Hätte ich doch auch einen Paar mit solchen Freunden. Kennst du Fans persönlich? Der ist voll irre. Ja, Fans ist total cool. Der war mal hier zu Besuch. Er sieht echt verboten aus und singt in einer Tortur. Und mit denen ist ein Paar unterwegs. Was macht der genau? Mais, ich konnte es kaum glauben. Ach, Jeff macht alles, was so anfällt. Tippi lachte und begann zu erzählen, eine coole Story nach der anderen. Sie war kaum zu bremsen. Jeff tourte mit der Band in einem kleinen Bus durch ganz Europa. Sie legten einfach eine Flasche Cola aufs Gaspedal, die Füße aufs Armaturenbrett, Gitarre und Bierchen dazu und kutschierten durch die Gegend. Sie traten überall auf und manchmal jobbten sie nebenbei, um die Kasse aufzubessern. Als Maurer, Zimmerleute oder Fliesenleger. Und Jeff schrieb die Songs für sie. Kann dein Vater denn so einfach weg? Fragte ich. Hat er keine feste Stelle? Jeff und eine feste Stelle, lachte Tippi. Unvorstellbar. Mein Paar sagt immer, man könne nicht früh genug an die Rente denken. Himmel, ist das spießig. Jeff sagt, wer einen Garten hat, hat immer was zu essen. Das stimmte wohl, vorausgesetzt man mochte Salat und Radieschen und Schnecken. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was für ein Leben. Sag bloß, du bist noch nie nackt geschwommen, fragte Tippi mich, als ob Nacktschwimmen die normalste Sache der Welt wäre. Wir standen am Ufer und sie zog sich aus. Ihre Haut war am ganzen Körper gleichmäßig braun. Ich dagegen hatte weiße Bikini-Streifen an Busen und Po. Und vor allem genierte ich mich wegen der dunklen Haare an Stellen, an denen ich lieber keine gehabt hätte. Ich trödelte herum, während Tippi bereits ihre Kleider auf einen Haufen geworfen hatte und ohne zu zögern, splitternackt, in den Fluss sprang. Los, komm! Ich zierte mich noch ein wenig, doch als sie wieder rief, schlüpfte
ziemlich erfrischend und überraschend sauber. Schon bald fühlte ich mich pudelwohl in meiner nackten Haut. Im Fluss zu schwimmen war doch etwas ganz anderes als im Freibad. So viel lebendiger und lustiger. Keine Ahnung warum. Wir schwammen an Enten und Wasserhühnern vorbei und winkten einem Pärchen in einem vorüberfahrenden Kanu zu. Nach einer Weile kletterten wir ans Ufer und setzten uns zum Trocknen in die pralle Sonne. Ich pflückte ein Gänseblümchen und begann, seine Blütenblätter abzuzupfen. Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Bist du in jemanden verliebt? Fragte ich Tippi. Nein. Und was ist mit Tarek? Ein bisschen vielleicht, sagte sie verlegen, wenn er lacht. Und du? Im Moment nicht. Eigentlich wusste ich nicht so richtig, ob ich verliebt war. Denn wenn, und wenn ja, in wen? Eileen verliebte sich ständig. Momentan war Friso angesagt, der Bäckereiverkäufer, mit den braunen Samtaugen. Ich zupfte weiter. Er liebt mich nicht, er liebt mich. Was, wenn er mich nun tatsächlich liebte und ich wusste nicht mal, wer er war? Ich legte mich auf den Rücken und schaute zu den Wolken hinauf. Helle, daunige Sommerwolken am blitzblauen Himmel, so ließ es sich leben. Unkonventionell, hatte Marthas genannt. Nichts müssen, alles können. Du hast eine super tolle Figur, weißt du das, sagte ich. Wenn du ein bisschen mehr aus dir machen würdest, könntest du, will ich aber nicht, unterbrach Tippi mich. Hast du denn gar nichts für schöne Kleider übrig? Nein, sagte sie. Aber das versteht keiner. Alle finden mich blöd. Ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich verstehe, aber blöd finde ich dich auf keinen Fall. Du steckst immer voller Überraschungen und du hast so coole Eltern. Tippi schwieg. Dann sagte sie plötzlich, du bist die beste Freundin, die ich je hatte. Wollen wir für immer Freundinnen bleiben? Es klang entwaffnend ehrlich und aufrichtig. Trotzdem war es mir irgendwie unangenehm. Was sollte ich antworten, dass auch sie meine beste Freundin sei? Aber das wusste ich gar nicht so genau. Und für immer, das schien mir doch sehr lange. Ich schaue zu, wie die Wolken an meinem Fenster vorüberziehen. Fluffiger Flaum am blauen Himmel. So blau wie das leere Buch von Easy vor mir. Friss es nicht in dich hinein, schreib es dir von der Seele. Eine Seite für Eileen, eine Seite für Tippi. Wie hätte Tippi meine beste Freundin sein können? Zu einer besten Freundschaft gehört auch Geborgenheit und nicht jeden Tag aufs Neue in Staunen versetzt zu werden. Falls ich tatsächlich eine beste Freundin habe, dann ist das wahrscheinlich Eileen. Aber ohne, dass das je ausgesprochen werden musste. Das wurde mir erst durch Tippi klar, dass es unterschiedliche Arten von Freundschaft gibt, von denen sich jede anders anfühlt und dass man darüber sprechen kann. Mit Eileen war das nie ein Thema und zu Hause reden wir auch nicht über Gefühle. Die Gespräche mit Tippi waren etwas Besonderes. Sie fehlen mir sehr. Ich würde so gern darüber schreiben, aber die Worte verschanzen sich hinter einer Mauer aus Tränen. Ohne Tippi ist alles wieder so kahl und logisch und steril wie früher. Nur hat mich das vorher nie zum Weinen gebracht.
das geregnete Buch scheint zu flüstern. Sie ist fort, raunt es, und sie kommt nie mehr wieder. Ich höre es ganz deutlich. Ist es ein Gedanke tief in mir oder spricht das Buch tatsächlich? Ich schiebe es weg, weil ich mich viel lieber an die ausgelassene Stimmung damals erinnern möchte. An Tippi, wie sie sich ganz selbstverständlich auszog und nackt ins Wasser sprang. Etwas, das mir ohne sie niemals in den Sinn gekommen wäre. Und dann denke ich auf einmal wieder an ihre Entscheidung. War es nicht auch ein Stück weit deine Schuld? Flüstert das Buch. Die Frage lässt mich nicht mehr los. Ich hatte es doch kommen sehen. Warum habe ich nicht mehr dagegen unternommen? Plötzlich packt mich die Wut auf mich, auf das Buch, auf Tippi, auf alle. Das Buch sollte mir helfen, aber es hilft absolut nicht. Ich habe schlimmere Schuldgefühle denn je. Ich wische mir die Tränen ab, während die Daunenwolken am Himmel ungerührt weiterziehen, wie damals. Okay, das war's erstmal.